Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einem weiteren Pay-to-Win-Skin-Contest-Video. Was heißt das? Das heißt, die Leute, die natürlich hier Fat-Cash Geld ausgeben, haben natürlich die besten Chancen hier in unserem Skin-Contest zu gewinnen. Wir sind heute am Start mit Stani. Yo, was geht ab? Aber ich muss hier gerade noch kurz mal einmal aufräumen. Ja, darfst du natürlich Linie machen. Hat nämlich nicht richtig gehorcht, Digga. Das ist natürlich scheiße. Verarschen. Und genau das ist das Stichwort. Du hast gerade das Thema Ninja erwähnt, Leute. Wir machen den ersten Ninja-Skin-Contest. Das heißt, alle Skins, die zu dem Thema Ninja passen, egal ob es ein Naruto-Skin ist oder sogar alte Skins, die aber wie Ninjas aussehen, die haben hier fette Chancen. Deshalb starten wir jetzt mit dem Skin Contest. Lasst einen fetten Like da, aktiviert die Glocke, vielleicht schaffen wir 5000 Likes. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Let's go. Wichtig natürlich auch beim Ninja-Training, die Leute müssen sich wie Ninja verhalten und hören, was wir sagen. Der erste Ninja soll mal bitte rauskommen. Naruto, okay. Naruto hier mit seinen orangen Akzenten, Backbling und Spitzhacke passt echt gut. Ist solide gehalten, ist halt schlicht klassisch, und einfach, ja. Ne? Ist so classy. Okay. Kann man weiterlassen. Müssen wir gucken, wie viele Narutos wir gleich haben werden. Der nächste? Ja, die müssen auf jeden Fall gegeneinander kämpfen, dann würde ich sagen. Nächster, bitte. Oha. Oh, Alter. Bro, das ist so ein Cyborg-Ninja. Bro, ich sag dir ehrlich, den habe ich gerade gesehen, den Skin, und ich finde, der passt übelst krass. So ein Cyborg-Ninja, wie du schon sagst. Ich sag dir ehrlich, krass ist der Skin. Aktuell. Also, der sieht echt krank aus mit seinem Backbling und seiner Spitzhacke. Sowas von weiter. Wir müssen nichts mehr droppen, alles gut. Nee, brauchst nicht mehr droppen. Der nächste, bitte. So, okay, der hat das Spiel gecheckt, Leute. Der weiß, wie man hier als Ninja rauskommen muss. Guck mal, sein Samurai-Schwert, voll geil. Sein Backbling ist auch optisch echt cool. Gefällt mir, finde ich nice. Ja, falsch. Solide. Ist ein cooler Skin für diesen Skin-Contest. Ja, vor allem, Fortnite hat auch echt viele Ninja-Skins. Nächster, bitte einmal durchkommen. Auch classy gehalten hier mit seinen schwarz und mit seinen schwarzen Sachen. Backbling schwarz, Spitzhacke auch schwarz. Ist classy, muss man weiterlassen. Ja, was halt weiter, so? safe, weiter. Wir müssen natürlich gucken, wenn wir Doppelte haben. Nee. Das ist doch kein Ninja. Bro, das für mich auch. Also ich finde die Pickaxen ganz nice irgendwie, so cybermäßig auch, aber es ist kein Ninja für mich. Backbling auch nicht. Das ist eher so ein Zukunftsskin, Digga. Ja, das so ist so Hologramm, Soldat-Hologramm, ja. Der nächste? Das war die nette Kanone. Die nette Kanone. Boah, guck mal, mit den Pickaxes. Das ist echt geil. Geil. So ein Oldschool-Ninja ist das mit den Pickaxes. Das gefällt mir besser als dieses klassische Schwert, weißt du? Weil findest das immer was anderes ist. Ja, safe. Okay, du bist weiter, sowas von. Wir müssen gleich ein Battle zwischen den beiden wahrscheinlich machen. Der nächste, ja, bitte! Okay, boah. Schwierig aber zu beurteilen. Doch, Digga. Also ich finde auf jeden Fall Ninja-mäßig passt schon, oder? Vom Outfit her schon, safe. Aber seine Maske... Bro, obwohl, das könnte... Doch, du hast recht. Auch so weit, ja, safe. So eine Anbu-Einheit. Halt. Hast recht? Ja, ich nehme alles zurück. Sieht optisch echt geil aus. Du bist sowas von weiter. Das ist für mich auch so ein Soldat, Digga. Nee, Bro. Das ist doch kein Ninja-Skin-Contest. Das hat nichts mit Ninja zu tun, Bro. Das ist vielleicht FIB-Agent, ja, mehr aber auch nicht. Okay, so, der nächste. Optisch, guck mal, optisch unnormal krank, aber Bro, du bist so ein Elfe. Du bist für mich so ein Elfen-Skin. Naja, ist auch kein Ninja, also. So bei Herr der Ringe-Skin-Contest hättest du safe, Bro, da wärst du wahrscheinlich vielleicht Top 5. Ja. Okay, den Skin sehen wir jetzt echt oft. Backbling ist richtig cool, Spitzhacke finde ich. Kommt echt nicht an den anderen ran. Aber lass mal den weiter und dann gucken wir. Ja, die müssen nachher machen Duelle, dann Tanzduell oder so. Kommt drauf an. Wir können den jetzt nicht kicken so. Ja, das wäre unfair. Boah, ich finde den Stab geil und das Backblick. Boah, das sieht echt geil aus. Sogar besser als bei dem anderen. Ja, safe. Bessere Kombi. Sowas von weiter. Nächster. Der nächste, please. Next, please. Der hat einfach Irokese, Digga. Guck mal, der ist halt so weiterentwickelt wie die anderen, weißt du? Ja. Backbling ist echt cool. Spitzhacke ist auch schön ausgewählt. Direkt eigentlich weiter. Muss man gucken, welcher von diesen Reptilskins der bessere ist. Weiter. Hören die uns nicht, oder was? Ne, Bro, der ist, glaube ich, nicht im Discord drin, oder ist trotzdem drin oder so. Okay. Diesmal hier die pinke und lilane Variante. Ich muss leider sagen, Pickaxe passt sich und Backbling auch nicht, meiner Meinung nach. Genau das ist das Problem, sein Backbling. Du bist doch kein Held, Digga, du bist ein Ninja. Du rennst doch hier nicht mit so einem Heldencape rum. Optisch sah das Skin so okay aus, aber dein Backbling hat alles kaputt gemacht. Optisch hätte ich sogar vielleicht mit Backbling und geile Spitzhacke weitergelassen, aber... Okay, der nächste Naruto. Ich fand den anderen Naruto sogar optisch geiler. Digga, ich finde ihn gar nicht. Ich feiere die Pickaxe nicht und das Backbling vielleicht auch also nicht. Also ist so einfach willkürlich zusammengewürfelt gefühlt. Ja, das matcht irgendwie auch nicht farbtechnisch, weißt du? Der nächste... Der Kondor-Skin ist für mich... Ja, das ist für mich auch kein Ninja, sag ich ehrlich. Ist für mich keine Ahnung. Ist echt kein Ninja. Also man könnte darüber diskutieren. Vielleicht sehen einige einen Ninja in ihn. Aber ich finde, wir haben schon coolere Ninjas, die wirklich wie so ein Ninja aussehen. Zum Beispiel wie Kakashi Hatake hier mit seinem Backbling von Deadpool. Spitzhacke auch echt cool ausgewählt. Geil. Muss man weiterlassen. Safe. Wir haben jetzt hier auch zwei Jump-Pads. Sehr gut. Philipp, du kannst auch selber schon mal irgendwas aufbauen. Tokyo Philipp. Wow.
Okay, das ist krass. Bro. Das könnte wirklich so ein Bösewicht von... So ein Bösewicht von Naruto sein. Backbling ist... Oh mein Gott. Das Backbling ist anders geil. Kombi. Also fühl ich. Mit der Beste gerade, mit der Beste. Sehe ich auch so, Digga. Geil, geil, geil. Nächster, bitte. Die Spitzhacke passt mal gar nicht. Ey, Bro, der Skin wäre safe weitergekommen. Aber was nimmst du denn da für eine Pickaxe, Bro? Was ist das bitte für eine scheiß Spitzhacke, ey, junge Dame? Kann man nicht weiterlassen, sag ich dir ehrlich. Der nächste? Schade, Bro. Xiaoyu. Okay. Auch die Pickaxe leider reingeschissen, meiner Meinung nach. Ich finde doch, es passt ein bisschen. Es ist. Es passt mehr zu einem Samurai, doch, da muss ich dir zustimmen, ne? Aber Backbling und der Skin selber könnte man schon ein bisschen zu nehmen. Ja, der Skin Ninja ist einordnen. Cool. Ja, aber. Ja, ganz Kippe, ganz, ganz krasse Kippe, Digga, sag ich ehrlich. Für mich ganz Kippe. Der nächste? Nächste. Hier wieder der Kollege hier. Backbling finde ich sogar auch. Ich find's gar nicht. Die anderen waren tausendmal besser mit der Pickaxe. Ja, dann lass sie rauskicken. Ey, raus die haben mit ja viele dir. Schon weiter. Ich sag dir ehrlich, das war nix. Der nächste Naruto. Ich find, guck mal, dein Backbling passt gar nicht. Digga, du bist doch kein Ritter. Es ist, okay, doch, man Backbling muss. Backbling mit mal, dem Logo finde ich geil. Ja, aber so ein Ninja würde doch nicht mit so einem Schild rumrennen. Ja, ich verstehe, nee, da ist ein Shuriken drauf, auf was geil. Er hinaus wollte. Aber so rein von der Idee, die Spitzhacke passt gar nicht zu einem Ninja und auch dein Backbling nicht. Obwohl da ein Shuriken drauf ist. Ich weiß, worauf du hinaus wolltest, aber Bro, du bist kein Ritter. Oh mein Gott, Digga, das finde ich. Ja, ich finde, deine Spitzhacke passt auch gar nicht. Nee, ich auch nicht, Digga. Ich muss ihn leider rauskicken. Ne? Ja, ich wäre auch nichts für mich, also. Der nächste? Oh, okay, mein. Bist du jetzt auf einmal ein neuer weiblicher Naruto-Skin oder was? Bro, feier ich aber irgendwie, sag ich ja. Das sieht echt crazy aus. Digga, Alter, das sieht voll nice aus, die Kombi. Du bist sowas von weiter. Ey, safe. Alter, richtig nice. Okay, mal gucken, ob er es diesmal richtig macht. Oh. Was hast du denn dabei gedacht, Digga? Er holt auf einmal so eine Keule. Bro, ich wollte gerade sagen, sieht eigentlich ganz geil aus. Der holt auf einmal so eine Keule raus. Bro, Digga. Obwohl, ey, lass ihn mal weiter wegen seiner Keule, Digga. Kann ihn jemand mal wiederbeleben, Digga? Das war lustig, das war echt lustig. Nee, Bro. Backbling passt gar nicht, Digga. Nee, Spitzhacke auch nicht, Digga. Okay, wir sind durch. Lass mal mit dem Jumppad rüberfliegen, Leute. Der holt auf einmal richtig seine Keule raus. Er holt auf einmal so goldene Hundeknochen raus. Was ist denn mit dem los, Leute? Bro, erstmal so richtig cool mit seinem Shuriken in der Hand. Oh, ihr habt gar keinen Jump-Pad platziert. Zone ist mal wieder auf der anderen Seite. Ey, Bro, ich dreh durch. Ja, ich guck mal. Ey, Digga, ich kann das nicht mehr, Leute. Was ist denn das? Also ey, Bro, ich flieg hoch. Digga. Ich check's nicht, Leute, ich flieg hoch. Komm mal her, Stani, alles wird gut. Ich check's. Flieg schon mal Richtung Pleasant Park, mach da in der Mitte was Cooles. Ja. Flieg da, ich hab ich place gleich nochmal Dings hier, Jumphead. Hier, Raptorskin, geh selber schon mal dahin. Wir haben Jumphead. Komm. Da gehen wir am besten direkt hoch. Und dann wollen wir von euch einen Emote sehen. Vergiss nicht, Thema ist immer noch Ninjas, ja? Wenn ihr also jetzt irgendeinen scheiß Emote macht, der null zu eurem... Wenn ihr jetzt mit einem Lama Dings kommt, dann war's das. Naja, ich glaube, ihr habt das jetzt gecheckt, worauf wir hinaus wollen. Und deshalb, stellt euch schon mal an, es kann sein, dass einige sich auf der Treppe anstellen müssen und die anderen, die weiter sind, die gehen schon mal in die nächste Zone. Stani, kannst du ja einen Jumppad da hinten platzieren. Ja, ist ja hier noch in der Zone, alles gut, passt. Ja, top. Okay, dann bitte der Erste reinkommen. Alles gut, wir brauchen keine Items. Was für ein Emote hast du? Zack, zack, zack. Im normalen Skin-Contest wäre das wieder hier direkt ein Out, aber du bist sowas von weiter. Passt halt. Ja, ich bin halt auch die Skin-Contest. Passt. Ich glaube, das werden jetzt alle machen. Ja, passt auch richtig gut. Ja, passt. Geil. Der nächste. Safe, Emote. Ach, Emote. Bam. Bro, ist übelst geil. Warum macht der einen Emoticon? Aber vielleicht hat er es aus Versehen gemacht. Eigentlich muss man den kicken, Digga. Ja, vielleicht hat er es aus Versehen gemacht. Aber sein Skin punktet. Ja, das ist echt geil. Vielleicht Minuspunkt. Ja, safe. Nächster. Ja. Oh, geil, Digga, ja. Messi, feierlich. Weiter. Geht schon mal in die nächste Zone. Dem geht's mal gar nicht gut. Was hat er sich dabei gedacht? Das ist geheime Ninja-Sprache wahrscheinlich oder so. Oha. Ja, ist ich cool, find, Bro. Ich finde, das passt auch geil an Naruto-Emote. Ich finde, der passt auch zu Naruto so, weißt du? Ja, safe. Geh, Naruto. Krass, dass wir so wenig Naruto-Skins haben, ne? Ja, ich dachte eigentlich schon, alles full. Ja, passt. Ja, ist gut. Klassisch. Der nächste. Nächste. Ninja. Ja nächster. Klassisch. Let's go. Ich bin der gespannt, nächste. Was die alle haben, kommt, macht alle den Emote. Ja, macht alle. Hast du auch nochmal den Emote?
Oha! Oh mein Gott, warum macht die so einen krassen Emote? Naja. Okay, damit hättest du jeden anderen gleich rausgekickt. Wollte ich gerade sagen, damit hättest du jeden anderen rausgekickt. Ja, ist cool. Boah, geil. Ja, safe, weiter. Komm raus, kleine Maus. Oha! Wow! Und dann noch rückwärts sogar. Geil. Der nächste? Hundeknochen. Enttäuscht uns nicht. Geil. Ja, ist okay, ja. Kakashi, Junge. Er meint auf einmal. Ich find's auch nicht schlecht, den Tanz. Sag ich ehrlich, der passt doch, ne? Auf einmal ein Breakdance. So, jetzt. Ich finde aber, das hat gepasst, sagt ehrlich. So. Sucht euch den Partner und fightet jetzt gegen den Partner. Genau, Partnerfight. No, Mann, ey. Ihr macht mich heute fertig. Leute. Bitte einen Partner suchen und dann fighten. Ich habe keine Mets mehr. Ihr könnt hier ruhig auch selber was platzieren. Was hast du eigentlich für einen Grappler die ganze Zeit in deiner Hand, junge Dame? Okay, Leute, dann würde ich mal sagen. Von hier an, wa? Hier an. Weißt du, hier? Okay, rechts, dann starten wir. Hundeknochen gegen Fräulein Pinky. Boah, das wird schwierig. Also, Pinky für mich auf jeden Fall jetzt schon vor, ja. Okay, also, krass. Sehr, Hundeknochen. Sehr dich, auch geil, Digga. Bro, auch geil. Das heißt schon, ja? Der Typ ist voll krank. Next round. Jetzt. Mit seinem Hundeknochen. Next round bei euch, komm. Lass noch beide mal, weiterlassen. Ja, okay, komm, beide weiter. Die nächsten zwei. Pokal? Bro, du bist raus. Hast du Pokal? Bro, wir sind jetzt so weit, jetzt dürfen wir nicht verkacken, yeah, das Ding halt. Okay, Naruto Jutsu. Ja. Nee, links fall ich gar nicht so. Machst du einen Jutsu, ja, lass ihn rauskicken. Fall ich auch nicht. Ist also ein bisschen zu sehr magisch. Ja, das ist das magiermäßig. Ja? Ja, okay, hatten wir schon. Kein Partner aber gehabt von zu dem fighten. Noch nicht. Bam, 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 links, rechts. Wenn das steht, dann... Oh mein Gott! Okay, der ist das raus. Raus Bro. Mit dir. Raus mit dir. Bro, das war, Digga, er hat auf... Leute, das ist ja so ein Emote. Oh, ja, okay, direkt raus. Raus, Bro. Raus mit dir. Okay. Leute, das ist so ein Emote. Er kann entweder das Lama runterkicken oder nicht. Und er hat es halt geschafft, runterzukicken. Deswegen bei sowas safe weiter. Ich würde nochmal Tänze, Bro. Lass mal Tänze machen. Weil dann sind die nämlich jetzt... Bro, es gibt nicht so viele Tänze. Die werden dann richtig schon am Limit sein gerade, weißt du? Okay, finde ich gut. Dann lasst nochmal einen Tanz von euch allen sehen. Ja, lass die Bau hier eine Wand nochmal. Ich brauche mal Mets. Ich habe keine Mets mehr. Mets, habt ihr Mets, Philipp? Gib mal Mets. Mets. Danke, Bruder. Dankeschön, das reicht. Hier hinter aufstellen und dann durchstellen mit dem Tanz. Jetzt bin ich echt gespannt, Bro, weil die haben schon fast alles rausgehauen. Ja. Danke. Einmal durchkommen. Cyborg Ninja, bitte rauskommen. Oh mein Gott, was macht der da? Aber jetzt bist du kein Ninja mehr. Ist aber egal, Bro. Ich find's trotzdem geil, weil Ninja sind ja auch so manchmal undercover unterwegs. Yeah. Weißt du, was ich meine? Als normale Menschen, Digga. Das sah echt optisch geil aus. Also für mich bist du Favorit, absoluter Favorit. Bam. Ja, ist okay. Nächster. Alter, Leute, der Typ ist krank, sag ich ehrlich. Was macht ihr jetzt alle mit der Tür? Oh, aber hast ein bisschen cool, verkackt. Bro, ja, ein bisschen aber verkackt. Ey, ich find die Ideen, die heute sind voll die geil, ja, voll kreativ. Ja, Mann. Ja, ist klasse, ja, ist okay. Schlicht hattest du noch nicht gemacht. Hey Bro, das ist zu langweilig, sag ich jetzt. Ja, ich wollte gerade sagen, hattest du das nicht gemacht? Ja, ich weiß nicht, ob er es gemacht hat, aber es ist zu langweilig, Bro. Wir hatten jetzt so krasse... Ja, es ist ja, für Kakashi, komm. Ist das okay, ja. Komm, der nächste Naruto. So, Naruto. Naruto, Sasuke, datte bei ho! Warte, was macht denn da? Das passt zu Naruto, Digga. Das passt so gut zu Naruto. Der Idiot schon wieder mit seinem Knopf. Der ist jetzt raus, Digga. Ja, geil. Ich muss sagen, okay, ich bin gerade jetzt sorry, Digga. Sag ich dir ehrlich, haben wir es mal aussortiert. An die Helfer bitte raus. Philipp, ich küsse doch dein Auge und auch junge Dame hier. Wer bist du? Macht ihr schon mal eure Stories? Kuss. Vielen Dank, ja. Du musst jetzt raus, damit wir hier Übersicht haben. Ja. Okay, nur noch 6 Leute. Wir sind gut dabei. Echt gut, ja, gerade dabei. Die Zone spielt auch gerade wieder mit. Bro, also die Ideen von den Leuten sind echt gut diesmal, Leute. Ich sag euch ehrlich. Naruto, bist du ready? Post the Mats. Alter, das war zu lustig bis jetzt. Bro, ich fand diese eine, wie der runtergesprungen ist und Zeitlupe, sah schon krank aus. Sag ich ehrlich, das sag ich. Aber auch Naruto war richtig lustig. So, du bist Bro. Los, Brauner. Ja. Da ist man in seine Bude. Na, was gibt's hier zu sehen? Ein Hai. Kämpfst du gegen den Hai, okay, oder was? Gibt's gleich Fischfilet? Ja, Fischfilet gemacht. Aber Bro, du bist ein Ninja, du bist kein Magier. Hast du ihn jetzt Bro, mit deinen... du bist kein... Bro, er denkt auch, er ist auf einmal Angler geworden. Digga, geh mal woanders angeln, aber nicht hier, Alter. Der nächste, Kakashi. Er denkt von Ninja zum Angler, ich glaube, ich drehe durch, Leute. Vom Ninja zum Angler.
Ja, finde ich cool. Fast du, Kakashi? Okay, ey, Leute, wir machen einen Plan und gehen da rein. Geil, die machen gerade einen Konoha-Plan oder was? Oha, geil, Alter. Das ist auch cool gemacht hier. Wir haben eine neue Mission. Oh mein Gott. Der Spray Pharao. Ist geil, feiere ich eigentlich nicht so, aber... Also, die... Und jetzt kämpft er wahrscheinlich gegen den hast. Das war's? Ich fand's aber geil, sag ich dir ehrlich, Digga. Die Idee hier mit dem, ja, das war nice. Ja, ich fand's gut. Spray er hätte ihn einmal ruhig kurz nochmal attackieren können. Du bist dran, ja, finde ich auch. Okay, sie hat Angst. Sie hat Angst. Gibt jetzt nicht so einen Supertrank. Weil das ein starker Gegner ist, wird er zum 10. Hokage. Ist jetzt auch... okay. Oh. Cool, ja, ich feier ich irgendwie. Ja, ist okay. Ich bin ja auf den gespannt, auf den bin ich am meisten. Bist du ready? Gespannt. Der hat keine Mates, glaube ich. Hier. Okay, dann bist du dran, ne? Hier, du bist dran, ne? Hier, junge Dame. Wir gehen da rein. Oha. Hinten. Sie liest hier was vor. Sie lernen von dem, sie lernen von dem. sie liest hier was vor. Hat jetzt ein Schwert bekommen. Und hat jetzt hier Feuer, Wasser. Oh, das ist geil, Digga. Oh mein Gott. Und dann perfekt ins Loch noch getroffen. Geil. Das Ende hat nochmal richtig fett gepunktet. Das Naruto, du bist dran, ne? Oha, Naruto holt auf einmal eine Waffe raus. Was geht bei ihm ab? Okay, er ist traurig und weint. Warum weinst du, Naruto? Naruto ist auf einmal kein Ninja mehr, Digga. Er holt auf einmal eine Schrotflinte raus. Digga. Das check ich auch nicht schon. Okay, wo ist hier der andere? Er dachte auch, er ist im Western. Hier, so, hier der Cyborg-Roboter. Okay, du bist los. Cyborg-Roboter, du bist dran, ne? Boah, so ein Ninja-Parcours, okay? Oh mein Gott, Digga. Voll geil, ja. Das ist Training auf anderem Level. Oha! Voll der Ninja. Was? Geil. Ey, krasse Leute echt am Start. Oh mein Gott, Leute. Er hat sogar den... Oh mein... Okay, das war zu krank. Wen hatten wir noch nicht? Kakashi hatten wir auch. Wir hatten alle. Hier Sprays ranmachen. Ich hab schon gebaut. Sprays ranmachen. Das war mal unnormal krank. So, Leute. Jetzt nochmal... Genau, Ninja-Spray. Irgendwas, was passt. Jeder an eine eigene Wand, jeder an eine Wand, die müsst jetzt auf die Dings hören. Hattest du das gerade nicht schon gemacht, junge Dame? Ja, hat sie. Ist Minuspunkt. Rein optisch punktet sie eh nicht, also können wir sie echt rauskicken, ja. Ist raus. Oh, ich finde, passt sehr gut, ja. Okay, so ein... Oha, das sieht optisch echt geil aus. Was hast du mitgebracht? Was hast du, mal schnell, bitte. Du musst jetzt ein bisschen schneller agieren hier. Hallo, wir sind im Finale. Hast du das nicht auch schon gerade tausendmal gemacht? Okay, wir sind im Finale, Leute. Kakashi gegen den Cyborg-Ninja. Oh mein Gott. Jetzt macht ihr ein Battle. Das ist wirklich ein krasses Battle. Ein Battle hier. Guck mal, wer beide sind. Aber kick die noch nicht raus. Nee, ich kick die nicht raus. Guck erst mal, wer beide sind. Tristan, okay. Ihr werdet jetzt mit Punkten in die nächste Runde befördert. Anonym, wissen wir leider nicht. Scheiße, Digga. Okay, einen Tanz will ich sehen. Ein Emote. Macht euren Gegner fertig mit irgendeinem Emote. Ninja-Emote, vergiss das nicht. Holt jetzt kein Pferd oder so raus. Oh, verkackt. Minuspunkt. Rechts. Oh mein Gott, Digga. Geil, passt auch zu Kakashi. Ja. Nächsten Kakashi Emote. Kakashi ist auf jeden Fall vorne. Nächsten Emote. Emote. Ja, jetzt macht er quasi Kopie. Lame. Oh, ja, okay. Ja. Für mich Kakashi aktuell vorne. Kakashi ist echt vorne. Jetzt nochmal ein Emoji. Versucht mal, das auf dem Weg zu machen, weil die Zone rast wieder. Emoji. Also hier so ein Sticker. Emoji. Ein Sticker, bitte. Du holst Pistolen raus. Ja, nein, das passt optisch, gut. Aber das passt ein bisschen mehr. So ein Schwerterfight. Bro, safe. So ein Ninja-Schwerterfight. Kakashi aktuell sehr weit vorne. Jetzt nochmal ein Spray auf dem Boden. Ihr müsst auf alles vorbereitet sein. Jetzt nochmal beide ein Spray. Spray auf dem Boden. Nee. Das passt also, rein optisch also für mich gar jetzt, nicht. Kakashi kann das Ding jetzt zumachen, meiner Meinung nach. Ja, Bro. Ich sag dir ehrlich, ich bin mit Kakashi gewonnen. Bro, ich sag dir, der Skin hat geile Ideen gehabt. Ich feier den wirklich, aber er hat jetzt so reingeschissen, leider. Ich will jetzt noch einen finalen Emote sehen. Also, ja, der gibt auf. Einen finalen Emote. Damit wir wirklich nochmal. Kein Emoji. Was hat er gemacht? Achso, er macht sogar noch Kakashi. Ja. Aber mach einen Emote, Kein Emoji, Leute. Einen Emote. Also, Tanz, Jungs, sag Tanz. Oh mein Gott, er macht den typischen. Ja, Naruto. Bro. Man muss das wirklich sagen, Kakashi hat am Ende alles richtig gemacht. Rein optisch bist du richtig krank. Ja. Auch deine Story war unnormal geil. Aber dann hast du verkackt mit deinen Emotes. Kakashi ist hier für mich um Längen besser, sag ich dir ehrlich, um Längen. Und damit, meine Freunde, haben wir einen Sieger. Kill uns schnell. Und mach deine Jutsu-Slan hier mit den. Warte, hier, kill uns mit diesen Dingern. Nimm diese Dinger und kill mich damit. Nimm die Dinger hier hinter dir. Nimm das. Kunai. Nimm die Kunais!
Nimm dir ein Kunais! Leute, Tristan hat einfach gezeigt, dass man auch simpel in einem Skin-Contest gewinnen kann. Er sah jetzt optisch nicht krass aus. Nein, aber war normal Kakashi, ne? So war okay. Falls. Ja, hat gute Emotes gemacht, hat gute Emojis gemacht, seine Story war auch ganz okay. Optisch hätte er vielleicht gegen die anderen schon längst verloren gehabt, aber Leute, er hat am Ende nochmal alles richtig gemacht. Und deshalb, Leute, checkt auf jeden Fall Stand, ihr habt, lasst einen fetten Like da. Und wir sehen uns im nächsten Skin Contest Video oder im allgemeinen Video. Haut rein, Peace!